Ja, gegen 9.54 Uhr hat die Polizei Bielefeld heute Morgen Kenntnis erhalten von einem Brand eines Wohnmobilherstellers. Dieser Brand erstreckte sich zunächst auf ein Wohnmobil. Da war ein Mitarbeiter beschäftigt, nach bisherigen Erkenntnissen an einer Gasflasche. Er hatte sich abgewandt von dem Fahrzeug, um andere Arbeiten zu erledigen, und hat dann festgestellt, als er zu dem Fahrzeug blickte, dass dort ein Feuer ausgebrochen war. Er war alleine nicht mehr in der Lage, dieses Feuer zu löschen. Im Weiteren kam es zum Übergreifen der Flammen auf 30 bis 40 weitere Wohnmobile. Das Feuer ist von den Fahrzeugen übergegriffen auf die Werkshalle. Wir haben von der Firma erfahren, dass pro Fahrzeug mit 30.000 Euro Schaden zu rechnen ist. Wir haben Gott sei Dank keine verletzten Personen. Alle beiden Gruppen draußen.